The Twohler Television Company puts these crystals in each new television. My previous experiments on individual crystals didn't reveal their purpose. But maybe if I test several at once... Ah! Answer the phone, Kramer. I need you to pick up. Hello? Professor? Are you okay? Professor Landon? Moin zusammen und herzlich willkommen. Es ist Sonntag, das heißt, es gibt ein neues Wimmelbildspiel. Oh, warte, Sonntag? Naja, wenn ich das veröffentliche, ist es Donnerstag. Aber ich fange lieber ein bisschen früher an, für wenn mal was ist. Ja, wir gehen heute auf die andere Seite. Das neunte Spiel aus der Serie Mystery Tales. Und ja, wir starten einfach mal rein. So, lass uns mal gucken. Hier. Tada, entspannt, es ist ein Wimmelbildspiel, das machen wir natürlich auf entspannt, das ist für zum Runterkommen, lalalala, Wochenausklang und so. Oh, bevor ich es vergesse, die heutige Folge wird übrigens gesponsert von meinem freundlichen Nachbar und seinem Laubbläser. Ich weiß nicht, müsste es nicht irgendwie eine komische, wilde Bestimmung geben, dass man am Sonntag das nicht darf? Na, das muss ja wahrlich schrecklich da draußen aussehen. Nun, ich hoffe, ihr hört es nicht im Game, also, boah, ja... Drücken wir mal die Daumen. Okay, Ladebildschirm ist schon mal cool. Bäh. Hey there. Something really strange has been happening since I got home from the last case. People are dying. And there's no rational explanation why. Whatever's going on here is way beyond my understanding. Can you help? Come to Twohler, and I'll tell you what I found so far. Natürlich, sehr gerne. Da ist sie ja. Endlich. Nun kann ich Natalie fragen, was hier los ist. Vielleicht waren die Leute einfach, tja, ich weiß nicht, alt oder krank oder irgendwie sowas. Nun, wir werden es herausfinden. Wir möchten nur Besonderheiten erklärt bekommen. Okay, da bist du ja. Hi, I'm so glad you came. In the last month, a lot of people have mysteriously died here in Twohler. Only common factor I could find was that all of the victims were in front of their TVs at the time of death. We can talk more inside. Natürlich, sehr gerne. Okay, geh voraus, ich komme. Na, es ist immer schön, alte Freunde wiederzusehen. Ja, aber bevor wir hier irgendwas machen, guck mal. Oh nein, ich will gar nicht. Oh. Oh oh. Was in aller Welt war das? Ich muss hineingelangen. Und wie hat das Ding die Tür zugeschlagen? Das nehmen wir erstmal mit. Yes, okay, du hast dein Artefakt gefunden. Ich freue mich auch. Wir haben hier diese Anzeige. Münzen gibt es auch. Okay, cool. Wir sehen uns erstmal hier draußen um, ne? So, das ist aber doof festgerostet. Ja, das ist sehr schade. Was haben wir? Oh, Kitty, du siehst aber sehr glücklich aus. Okay, ja, ja, ist ja gut. Ich brauche etwas, womit ich die Erde umgraben kann. Auf jeden. Guck mal, da sind die News. Diese Fernsehgesellschaft scheint einen großen Einfluss auf die Stadt und ihre Bewohner zu haben. Twohler Nachrichten. Ein Unternehmen, das eine Stadt um sich herum aufgebaut hat. Die Twohler TV Company feiert ihr 10-jähriges Jubiläum. Yay! Die Bürger von Twohler gratulieren der Gründerin und bedanken sich für die Schaffung von Arbeitsplätzen. 10-jähriges Jubiläum. Okay, es ist ein etwas sehr eigenartiges Bild hier. Naja, schön. Glückwunsch, du hast eine Nachricht erhalten. Und hier fehlen Dinge. Ich brauche die fehlenden Puzzleteile. Natürlich brauche ich das. Jo. Oh, so etwas habe ich ja noch nie gesehen. Was ist denn das? Hier im Auto können wir auch noch nachgucken. Oh.
Super! Natalie war mir über die Jahre eine große Hilfe. Personalakte von Natalie Stein. Alter 32, Beruf paranormaler Detektiv. Bildung an der University of Oxford, Bachelor in angewandter Physik. Berufserfahrung, was meine Assistentin mit mehreren mysteriösen Fällen im Zusammenhang mit paranormal. Okay. Hobbys, Überwachung von Bereichen mit paranormalen Aktivitäten, Fotografie. Du hast eine Notiz gefunden. Tass. Sehr gut. Gelange in Natalies Haus. Okay, gut. Mehr haben wir im Moment nicht, aber da ist auch noch mehr drin. Das nehme ich mit und das nehme ich mit und es ist... Ah, Kofferraum. Und Leute, deshalb sind wir hier. Wimmelbilder, yes. So, keine Lust, Objekte zu suchen. Doch, wir haben doch gerade erst angefangen. Mensch. Handschuh, Seil und Feuerlöscher. Seil. Handschuh und Feuerlöscher da hinten. So, das hier, da müssen wir erst noch irgendwas machen, ne? Donut, Gespenst. Gespenst sehe ich hier schon. Okay, ja, vielen Dank. Ein Donut, Lupe, Kamera und Armbanduhr. Ich würde die Taschenlampe auch gerne mitnehmen. Ah, okay, dafür müssen wir noch Batterien finden. Da ist eine, das ist keine Batterie. Was? Lupe, Kamera und Armbanduhr. Armbanduhr habe ich doch eben schon gesehen. Ne, warte, erstmal hier die Batterien. Da ist die Armbanduhr, die Taschenlampe. Du kommst dahin. So, Lupe, Kamera. Lupe, Kamera. Mann, Fingerabdruck. Irgendwas können wir aufschließen. Let's do it. Hui, geil. Moment, das war doch die Dame aus dem letzten Fall, ne? Madalena, diese feurige Hexe tötete hunderte von Menschen, um ihre Seelen zu ernten und sich selbst wieder zum Leben zu erwecken. Ich erinnere mich dann, wie schwierig es war, sie zu besiegen. Und er hier war... Ach, das sind alles die alten Fälle. Dossier, Graf Wall von Aden. Er plante ein Ritual, um seine Tochter Helen wiederzubeleben. Kam aber nie dazu, da er in seinem eigenen Haus starb. Ja, das haben wir alle schon aufgeklärt. Das haben wir alle schon gespielt. Oh, und an ihn erinnere ich mich auch noch. Zauberer Morrow. Ein töter Zauberer, der die Tore zum Totenreich öffnen will, um seine Familie auferstehen lassen, starb während einer Pest im Mittelalter. Das war mein komplizierster Fall. Ja, geht. So, wo finden wir... okay, wo finden wir das? Da. Siehste. Juhu! Eine Ölkanne, löse ein Wimmelbildspiel, ohne Tipps zu verwenden. Ich freue mich auch. So, da kommen wir ran. Na, und da haben wir noch mehr Sachen. Sachen. Oh, was ist das denn? Angebot neuer Superfernseher. Tola TV, kostenlos. Ja. Wir haben den Zusammenhang schon gesehen, ne? Eine Antenne, die kann ich auszuppeln. Noch mehr. Cool. Ich bin so froh. Hoppla, der Vogel hat mich erschreckt. Okay, so. Was haben wir denn eigentlich noch? Regenschirm? Ja, irgendwo oben werden wir rankommen müssen. Aber wir schauen erstmal hier. Finde in jener Szene versteckte Münzen, um die Hochschule zu restaurieren. Ja, die Anzeige leuchtet, wenn einen deinem Standort München. Was habe ich mit München zu finden? Sind das da? Wusch, du hast Münzen gefunden. 108, Alter. Okay, das vielleicht kann ich es mit etwas abstützen. Mit dem Regenschirm. Yes. Da komme ich nicht ran. Ich brauche etwas sehr, sehr Langes, um da ranzukommen. Pfannenwender. Was mache ich denn mit dem Pfannenwender? Auf die Katze eindreschen? Wohl kaum. Aber damit kann ich hier umgraben, ne? Ja. Na siehste. Eine sehr eigenartige... Naja, gut. Wir wollen mal nicht so sein, ne? Weg ist es. Ich muss ins Haus und sicherstellen, dass es Natalie gut geht. Please, help me. Oh my gosh. Oh nein, ich muss schnell nach ihr sehen. Ja, unbedingt. Oh, die arme Frau. Wieso sind ihre Augen so weiß? Aber sie scheint noch am Leben, ne? Ich nehme mal einfach ein paar Sachen mit. Was hast du denn da? Die Reihe von Todesfällen ist wirklich mysteriös. Meine Untersuchung ergab, dass alle Opfer vor dem Fernseher starben. Wie hast du das herausgefunden?
Das nehme ich mit und warte mal, irgendwas kann ich hier noch machen. Ah, aufbruckeln. Was? Tippe alle Schlossteile in der richtigen Reihenfolge an. Falls du eine falsche Reihenfolge wählst, werden die Schlossteile zurückgesetzt und du musst von vorn beginnen. Cool. Ja, es ist auch eine extrem schnelle Animation, also wird lustig. Nein. So, eins. Toll. Eins, zwei. Auch nicht. Eins, zwei, drei. Nein, natürlich nicht. Eins, zwei. So. Okay, die Spannung steigt. Ich halte es kaum noch aus. Yes! Oh! Löse ein Minispiel, ohne es zu überspringen. Ja, das war jetzt easy. Die Brille. Die Brille. Mit dieser Brille kannst du die spektrale Welt sehen. So hast du schon viele unschuldige Leben retten können. Allerdings, du hast eine Notizierung von... Oi! Mann! Ich werde hier... Oh, gerade rechtzeitig. Mit einer Spezialbrille kannst du in der Vergangenheit sehen. Natürlich. So. What's happening? No! No! Ich glaube, wir haben es mit einem sehr gefährlichen Geist zu tun. Allerdings. So, warte mal. Kann ich denn hier schon mal mit dem rum? Kann ich nicht. Okay, schöne Fingernägel übrigens. Okay, hier ist auch noch irgendwas. Das ist jetzt aber uncandy. Oh. Karte. Ja, Karte. Sehr gut. Hoffentlich verlaufe ich mich jetzt nicht mehr. Das geht nicht, natürlich. Das geht auch nicht. Einfach nur so dran rumbogen geht nicht. Ne? Ich brauche jetzt eine Schraube. Ja, klar. Okay, so. Ist das hier gerade wirklich passiert? Lass es uns ja herausfinden. Ja, es ist gerade wirklich passiert. Das finde ich cool. Oh, da ist auch was. Voll cool. Okay. Nun, dieser 3D ist mir finde ich klein, zu realistisch. Das nehme ich mit. Danke. Oh. Oh nein. Ich hasse das. Oh nein, die Seiten sind alle weggeflogen. Ich hasse das. Na gut. So, die Schraube nehmen wir mit. Du hast ein Foto gefunden. Ist ein bisschen langsam. Es ist zu scharf, um es einfach aufzuheben. Ich möchte ja auch nur das Ding da drunter. Das Ding ist mir da eigentlich ziemlich egal. Okay, aber der Finde, ja. Ich bin überfordert. Du hast eine Buchseite angefertigt. Oh, warte mal. Dämonisches Buch ansehen. Graf und Präsident Glazialabullas. Einer der jüngsten Dämonen, doch sehr begabt. In seiner dämonischen Form sieht er aus wie ein Hund mit Greifflügeln. Wegen seines Jähzorns sollte ihn unerfahrener Beschwörer nicht herbeirufen. Aber der sieht doch putzig aus. Das ist ein schöner Hund. Ich bin ein schöner Hund. Ja, okay, alles klar. So, haben wir. Wo wollte ich gerade lang? Hier. Zack. Und zack. Yes. Und, oh, zack, zack. Nicht noch mehr zack? Leider nicht. Okay, was haben wir? Pinnnadel und Fäden, sehr gut. Nicht aufgeladenes Navigationssystem und ein Notizbuch. Herrlich. Herrlich. Da kommen wir nicht. Hier hinten haben wir auch noch was. Ja, hier brauchen wir aber erst alle drei Bilder. Was ist das da? Hä? Okay. So. The police investigation hasn't uncovered any leads. The causes of death are still undetermined. Okay, alles was mit Police zu tun hat. Police. Police. Nicht Police. 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 My good friend, Professor Landon, was one of the deceased. I conducted my own investigation and discovered that each victim was found in front of the TV. Okay, aber der schien noch da, gut, das weiß ich natürlich noch nicht, aber der schien noch darin verwickelt zu sein, ne? So, da, 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 und das hier sieht nach einem sehr, okay, na gut. It's strange. The TVs were given to the victims by the Twola Television Company for free. I have a bad feeling about this. I think someone's following me.
I can't investigate this alone. Oh, okay. Okay, ich verstehe. Man ist ja so bereits auf die... The police found four corpses in our small town of Twolo over the last few weeks. Man ist ja also schon auf die Schliche gekommen, aber was hat diese Company da exakt gemacht? Yes! Und damit haben wir alle Beweise wieder zerstört. Aber wir können dieses Notizbuch hier öffnen. Mal gucken, was sich daran befindet. Mein Freund Professor Lennon... Ach, ich kann es näher ranholen. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Mein Freund Professor Lennon starb unter seltsamen Umständen. Polizei und Ärzte konnten die Todesursache nicht feststellen. Also habe ich selbst nachgeforscht, komme jedoch nicht weiter. Etwas Seltsames geschieht in Twolo und ich kann das Geheimnis nicht allein lösen. Natalie. Nun. So, Telefonnummer, sehr gut. Kevin Stevenson, Polizist. Okay. Das ist er, ja? Das ist er also. So, wir haben hier zwei Puzzleteile. Ach, die kommen draußen dran, ne? Warte. Die Kiste ist nicht offen, das heißt, wir machen da nichts weiter. So, ihr kommt hier hin, ne? Katsching! Was? Bewege jedes Puzzleteil in den farblich passenden Rahmen. Tippe auf die Pfeiltasten, um die Scheibe zu drehen. Und tippe dann auf zwei miteinander verbundene Puzzleteile, um sie zu vertauschen. Also sowas wie, das hier ist ja jetzt grün-grün. Lila passt nicht dazu. Wie geht das? So geht das. Das ist blau, ne? Ist das blau? Ja, ist ziemlich blau. Okay. Und es leuchtet dann auch schön grün. Ja, das finde ich gut. Oh, okay. Ich sehe, warum das schwieriger werden könnte. Ja, okay. Gut, dann kommst du mal hier hin. Und du kommst da hin. So. Nein, kann ich da jetzt auch was machen? Nee, natürlich nicht. Okay, ja, ich sehe, warum das komplexer werden könnte. Gut, dann kommst du erst einmal... warte, wo kommst du denn hin? Ich glaube, du kommst gar nicht. Doch, du kommst da hin. Oder? Nee, das ist keine kluge Idee. Du könntest... Warte mal, wenn der da dran ist... Den da hätte ich eigentlich als Ersten befüllen müssen. Okay, das geht nur so. Oh doch, ich kann den so darüber transportieren. Das heißt, es ist schon klug, den Grünen hier hinzubringen. So, und dann so. Ja, es funktioniert. Okay, alles klar. Und nein, warte, falsch rum. Na? Und dann so, ne? Yes! Yay! Was haben wir denn da? Eine Nagelfeile. Und immer noch nichts. Hör mal, Katze, sollen wir dir die Nägel feilen? Ja, jetzt bist du noch freundlich, ne? Aber wie, ich pack dich an. Was war denn hier eigentlich? Ich muss das Navi finden. Das Navi muss aufgeladen werden, um da reinzukommen. Müsste das nicht anders? Also lädt sich das nicht durch das Auto auf oder so? Okay, hier. Wir lassen die ja mal einfach rumliegen, ne? So, yes. Lass mich raten. Ordne die Bilder so an, dass sie zu den Konturen an der Wand passen. Du kannst dann sie per Antippen und Ziehen bewegen. Das hat ganz fabulös funktioniert. Du kommst dahin und dich würde ich mal dahin setzen. Und dich vielleicht hierhin. Yes! Löse das Minispiel. Was haben wir denn hier? Miezi, komm, Miezi. Tja, weg ist er. Na gut. Okay, das ging aber schnell. So, Taschentuch. Damit sollten wir doch jetzt hier die Scherbe hochholen können. Ja. Oh, wir machen sogar erst sauber. Okay. Glasscherbe. Und das finde ich wichtig. Das wollte ich eigentlich haben. Isolierband. Aber warte mal, wenn wir jetzt die Scherbe haben, dann müssten wir doch hier dran kommen, ne? Wieso hatten sie das eigentlich so eingenäht? Das einfach nur für ein Ladekabel. Die Welt in leuchtenden Farben. Twolo TV. Glückwunsch, Natalie. Die Twolo TV Company schenkt Ihnen einen Fernseher. Kontaktieren Sie uns, um ihn zu erhalten. Kostenlos. Was hat diese Firma da veranstaltet? Ich sag's nur ungern, aber das funktioniert ganz sicher nicht.
All dispatchers are currently busy. If this is an emergency, please contact your local police station directly. Nee, ne? Ernsthaft? Das würde doch im richtigen Leben nie passieren, oder? So. Hallo? Twola Police Department, Officer Stevenson speaking. What? Another one? For your safety, please, come to the police station immediately. I'm currently the only one at the station, so I can't leave. Everyone else is out investigating similar cases. If I give you the address, can you write it down? Police station, 13 Red Street. Er hat 13 gesagt, nicht 12. Ruf um Hilfe! Ich freue mich auch. Gut, aber wird sich denn jetzt um sie gekümmert? Das ist die viel wichtigere Frage. Denn noch scheint sie ja zu leben. Hoffentlich finde ich einen Weg, Natalie wiederzubeleben. Moment, wieder zu... Sie ist also tot? Nun, ich sag's nur ungern, aber allein die Zeit, die wir jetzt hier verbracht haben mit Rumsuchen, dann wird das nichts mehr. Tja. Ach, das arme Ding. So, nee, ich muss es andersrum machen. So und so. Okay, cool. Und jetzt so. Yes. Adresse eingeben. 13. Da steht jetzt wieder 13. Okay, alles klar. Continue on past the Central Park. In 400 meters, you'll see the National Technical University. Was? Das hier, Blumenstand? Wo ist denn der Park? Da, das ist die Technical University. Was? Bushaltestelle? Bank? Hä? Telefonzelle? Was? Folge den Anweisungen und empfehle den Tipp auf den Zappel und ziehe den richtigen Orientierungspunkte zu wählen und auszuwählen. Fahre am Park vorbei. Nun, hier ist ein Park, da ist aber auch ein Park. Oh, das ist der Park. Okay. Zur Technischen Universität. Kann ich auch ziehen? Ich kann auch ziehen. Ah, das ist gut. Okay, das ist Autowerkstatt, Police Station. Da müssen wir hin. Können wir nicht direkt dahin fahren? Ich möchte zur Disco Google. Ich möchte definitiv dorthin. Casino, Bank, Bowlingbahn, Telefonzelle, Bushaltestelle, Bank. Ah, hier geht's weiter. Internetcafé, University! Nee, das ist High School. Ist das dasselbe? Ich bin unsicher. Autowerkstatt. Was ist das da oben? Gentleman's Club. Hallo? Da ist eine nee, Museum. Barbier. Ach du liebe Zeit. Ernsthaft? Technische Universität. Cross the bridge near the History Museum and follow the road past the Rapunzel Hair Salon. Okay, ich sehe schon, wir werden das Gebiet, die Polizeistation großzügig einkreisen. Museum für Geschichte, das hatte ich doch, warte mal, wo war das hier, ne? Ja. Ja. Okay, Friseursalon Rapuzzi, das ist der Barbier, ne? Das ist er nicht. Das ist er nicht. Bank. Okay. Ein Pub. Oh, Drunken Joe. Nett. Rosis Restaurant. Okay. Bank. La 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 la. Noch mehr Bank. Was? Friseursalon Rapunzel. Das ist doch hier Barbier, ne? Barbier ist doch sowas wie... Nein, es steht richtig drauf. Once you pass the bowling alley, turn left twice to reach the nightclub. Aha, die Bowlingbahn. Wir erkundschaften schon mal das Gelände, ne? So, Los Bowlingbalos. Wo bist du denn? Das ist ein Sportwagenclub. Bowlingbahn, da. Guck mal, wir sind schon dran vorbeigefahren, ey. Da, siehst du, da ist die Polizeiwache. Wieso müssen wir da... Ich habe keinen Roundhouse-Tipp. Turn right at the Rosie Restaurant and follow the road to the Drunken Joe Pub. Alter, ich jetzt? Also, Rosie's Restaurant. Das war... Doch, das ist es. Oh Mann, ey. Okay, zu Drunken Joe, das haben wir hier oben schon Stay gesehen. Stay on the road past the Sports Car Club. And you will arrive at the police station. Der Sportwagenclub ist hier.
Kein Mensch fährt so. Kein Mensch fährt so. Nee, nicht hier. Da. Yay! Löse für Eisenherz. Aha. Oh nein! Es weiß schon, dass wir Feind sind. Alles klar. Was immer es ist, es weiß bereits, dass wir Feinde sind. Okay, zum Glück ist mir nichts passiert. Ich muss vorsichtiger im Umgang mit elektronischen Geräten sein. Oh nein. Oh nein. Ich muss hingelangen, um zu sehen, was los ist. Ja. Happened at almost the same time with the same cause of death. Weird, right? I guess. Maybe it was just a coincidence. David had a weak heart. He said it was bothering him when we were talking in the archive last week. Maybe it was just a heart attack. I can't believe he's gone. We worked together for so long. Ich kann mir kaum vorstellen, was die Polizei durchmachen muss. Ja, und die alle Bewohner. Also, ja, klar, die Polizei hat jetzt jede Menge zu tun, aber was ist denn mit den Bewohnern, die hier... Okay, das war cool. Irgendwie. Überall sind diese Fernseher, ne? Ich meine, es ist eine coole Technologie, aber what the... Oh, warte mal, wir haben hier ein Artefakt, können wir finden. Da sehe ich es schon. Yes! Okay, yay! Found an Artefakt. Und hier gibt es Money, Money, Money. Ich muss das Schloss irgendwie öffnen. Mit der Nagelfeile. Nö. Du scheinst doch da oben reingreifen zu können, oder? Geht das nicht? Nee, geht nicht. Okay, hier unten ist ein Schlagstock. Sehr gut. Wir können haben etwas, um uns zu verteidigen. Bestimmt kann ich die Skizze zu Ende zeichnen, aber nicht mit dem abgebrochenen Bleistift. Okay, das funktioniert noch nicht. Police. Polizeiarmbinde. Und dreimal Pfund. Ohne Münzen kann ich das nicht öffnen. Naja, wird schon. Was haben wir hier? Okay. Ich brauche etwas Kleines und Dünnes. Es war aber sehr unvorsichtig, das so offen zu lassen. Okay, du bist mir. Sicherheitsnadel. Achtung, Schloss versagt unter dem Einfluss von Elektrizität. Warum? Die Schalter müsste sich ja irgendwie ausschalten können. Oh, warte mal, wir kommen erstmal hier ran. Money, 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 money. Und eine Pinzette. Können wir nicht unter dem Einfluss von Elektrizität. Das ist, ist ein elektronisches Schloss. Was? Ja, okay, ich beschwere mich nicht. So, und da wird gewimmelt. Yes, was das Zeug hält. Das ist mal... Oh, das habe ich ja ewig nicht gespielt. Dass man Bildausschnitte finden muss. Wow. Finde ich aber gut, dass sie das wieder rausgekramt haben. Das ist ja schon ewig nicht mehr gewesen. So, hier so. Ja. Vor. Das hier ist doch hier irgendwo die Pflanze. Das da. Sehe ich noch nicht. Das ist hier. So, wo ist das denn hier? Wir haben eine gerade Fläche. Hier, hier ist es. Ah ja, okay. Okay, ein Spitzer. Thank you very much. An Spitzer. Yes. So, dann können wir das nämlich auch. Genau. Da ist aber viel vom Bleistift flöten gegangen. Was? Ordnet die Polizisten so an wie auf dem Bild. Okay. Ja, so. Nee.
So könnte es passen, ne? Ah, er guckt noch in die falsche Richtung. Da. Yeah. Science. Science. Wissenschaftsmagazin 2016. Oh, Wissenschaftler traut um Professor Lann. Nee, die Wissenschaft und nicht die Lehr. Um Professor Lann. Er wurde heute Morgen tot in seinem Labor gefunden. Die Untersuchungen laufen noch. Das nehme ich mit. Ein Elektroschocker für die Tür. Und hier brauchen wir eine Polizeimarke. Na gut. So, also für die Tür. Es hat funktioniert. Ja, es ist unglaublich, dass es funktioniert hat. Oh nein. Komm schnell da weg. Ich kam gerade rechtzeitig. Jetzt sollte ich sicherstellen, dass es ihm gut geht. Wir haben einen Überlebenden. Hey, erzähl mir mehr. Alles okay? Those eyes. Those terrible eyes. Nun, ich sag mal so, deine Augen sehen irgendwie auch nicht besser aus. Okay, wir haben erstmal eine Seite. Tada! Was haben wir denn hier? Der Graf Herzog Bunet. Das ist doch nicht der Herzog. Nun, ich hoffe es zumindest. In seiner dämonischen Form sieht Bunet aus wie ein riesiger dreiköpfiger Drache. Er hat sehr zarte und scharfe Stimme. Eine. Er kann jeden reich machen und ihm die Gabe der Rhetorik schenken. Er kann die Geister der Toten herbeirufen und sie dazu bringen, die Fragen des Beschwörers zu beantworten. Hört sich erstmal cool an. Die Frage ist allerdings, zu welchem Preis? Es gibt immer einen Preis. Okay, so, gut. Um den Typen kümmern wir uns gleich. Wir werden schon irgendwas finden. Aber das machen wir jetzt gleich. Gib mir eine kleine Augenblick Pause für. Ihr wisst schon was. Ich bin gleich wieder da. Tschüss.